Willst entspannen, du im Nu? Geh auf YouTube, hör mal zu. Gute Unterhaltung. Präsentiert der Belgier, ein kleiner Mann mit großer Kombinationsgabe. Hallo Evi, das ist unser verwundeter Held. Hastings, Miss Howard. Sehr erfreut. Nehmen Sie sich in Acht, Lieutenant, sonst rekrutiere ich Sie zum Unkrautjäger. Nichts lieber als das. Seien Sie nicht so höflich, später bereuen Sie es nur. Falls sie ablehnt, könnte Lady Tedminster die Veranstaltung offiziell eröffnen. Und Mrs. Crosby dann nächste Woche. Aber was machen wir mit der Herzogin? Lieutenant Hastings ist angekommen, Mutter. Ach, Mr. Hastings, nach all den Jahren. Haben Sie sich von Ihrer Verwundung erholt? Ja, es geht schon wieder, Mrs. Inglethorpe. War nur ein Kratzer. Darf ich Ihnen meinen Mann vorstellen, Lieutenant Hastings? Ist mir ein Vergnügen, Lieutenant Hastings. Ganz meinerseits. Du bist heute sehr spät dran, Cynthia. Oh, ich weiß, verzeih mir, der Bus hatte verspätet. Das ist Mr. Hastings, Miss Murdoch. Sehr erfreut. Wo ist Lawrence? Oh, er ist nur nach oben gegangen. Er kommt gleich wieder runter. Er sollte sich lieber beeilen, sonst ist kein Kuchen mehr da. Meine Cousine ist auch Krankenschwester, aber sie verbringt die meiste Zeit damit, die Oberschwester zu beruhigen. Oh, die können fürchterlich sein. Sie haben keine Ahnung. Aber ich bin keine Krankenschwester. Ich arbeite in der Apotheke. Ah, wie viele Menschen haben Sie schon vergiftet? Oh, Hunderte. Rede keinen solchen Unsinn, ist ja schrecklich. Was werden Sie nach dem Krieg machen, Lieutenant Hastings? Nun, lachen Sie nicht, aber ich hatte immer schon den geheimen Wunsch, ein Detektiv zu sein. Ich war vor dem Krieg in Belgien und habe dort einen sehr berühmten Detektiven kennengelernt. Was haben Sie in Belgien gemacht? Enten geschossen vor allem. Dieser Detektiv war aus Brüssel gekommen, um in der Gegend einen Mordfall zu untersuchen. Ich glaube, ich stand sogar unter Verdacht, da ich das gleiche Gewehr hatte, mit dem das Opfer erschossen wurde. Wie furchtbar. So schlimm war es gar nicht. Also was seine Ermittlungsmethoden angeht, habe ich vieles übernommen und auch weiterentwickelt. Ein amüsanter kleiner Mann. Ein großer Dandy, aber unglaublich schlau und clever. Ich liebe gute Kriminalromane. Dr. Wilkins sagte gestern, dass aufgrund der Unwissenheit vieler Mediziner über die Auswirkungen seltener Gifte wahrscheinlich unzählige Mordfälle nie aufgedeckt werden. Können wir über was anderes reden? Bei dem Thema reagiert mein Bruder ein bisschen empfindlich. Immerhin ist er Selbstmediziner. Ein weiteres Beispiel für englischen Aberglauben. Amagalis arvensis, auch bekannt als Scarlet Pimpernel. Man glaubt, wenn die Blume in ihrer vollen Blüte steht, sei das ein sicheres Zeichen für ein Schönwetterfront. In diesem Land steht sie selten in voller Blüte. Stimmt etwas nicht, Monsieur van der Stadt? Er möchte wissen, warum wir nicht Französisch sprechen dürfen. Er findet es ermüdend. Weil wir, Monsieur van der Stadt, in diesem Land die Gäste sind. Und wenn wir das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen wollen, müssen wir lernen, sie zu verstehen. Wo ist der Rest Ihres Zuges? Die sind tot, Sir. Die haben zwar gesagt, sie sind nicht tot, aber der Schiedsrichter sagt, sie sind tot. Na, werden Sie erst einmal diese Zivilisten los. Tja. Styles Court ist wirklich ein herrliches altes Anwesen. Ja. Ja, das ist richtig. Es wird mir gehören eines Tages. Und unser Haus in London auch. Ich habe Mutter davon überzeugen können, dass Inglethorpe kein Anrecht darauf hat. Kein moralisches jedenfalls. Nach dem augenblicklichen Stand der Dinge kriege ich die Häuser. Aber Inglethorpe bekommt das ganze Geld. Kann Lawrence nichts bewirken? Lawrence? Nein. Wir haben hier nicht mehr viel zu melden. Meine Mutter war immer äußerst großzügig mit uns. Das heißt, bis vor kurzem, seitdem sie allerdings verheiratet ist. Ah, einen schönen Tag, Mr. Poirot. Einen schönen Tag, Dr. Wilkins. Einen schönen Tag, die Herren. Ah, Sie sind jetzt bei der Kavallerie. Ja, ich bin auf dem Weg nach Hause. Ich bin zum zweiten Mal in diesem Monat getötet worden. Ah. Wie wär's? Haben Sie Lust auf ein Bier, falls von der Ration noch was da ist? No, merci. Ich habe für die englische Gastwirtschaft nur sehr wenig übrig. All diese Flaschen in verschiedene Größen und alle falsch arrangiert. Bah. Eigentlich keine geeignete Arbeit für eine Frau? Es ist Krieg. Jeder muss das beitragen, was er kann. Ihre Uniform gefällt mir jedenfalls. Alles Ton in Ton.
Hier, braver Junge. Danke. Lieutenant Hastings, Ihr Bein, ich hatte es ganz vergessen, tut es weh. Nein, es geht schon wieder, alles bestens. Ich glaube, den brauche ich gar nicht mehr. Ein Geschenk, Grüße von der britischen Armee. Oh, im Juni war es schon ewig nicht mehr so heiß. Jetzt ist mir nach einem kalten Glas Zitronensaft. Zitronensaft? Ich habe seit 1914 keine Zitrone mehr gesehen. Wollen wir später Tennis spielen? Sehr gerne. Mary Hastings, kommt ihr bitte einen Moment in mein Büro. Was ist denn? Vivi, das kann ich nicht glauben. Es ist aber so. Ich fürchte, ich habe Emily ein paar Sachen gesagt, die sie mir so schnell nicht verzeihen wird. Oh, Evie. Sie sind alt, Emily, habe ich gesagt. Und Alter schützt für Torheit nicht. Der Mann ist 20 Jahre jünger als sie. Oh, nein. Es tut mir leid, ich musste es tun. Ging nicht anders. Ich habe gesagt, ich warne Sie, Emily, ob Ihnen das nun gefällt oder nicht. Dieser Mann würde Sie lieber in Ihrem Bett umbringen, als Sie anfassen zu müssen. Er ist ein schlimmer Kerl. Du liebe Zeit, was hat sie gesagt? Oh, gemeine Verleumdungen, gemeine Lügen. Gemeine Frauen, guter Alfred, etc., etc. Das Ende vom Lied war, je eher ich ihr Haus verließe, desto besser. Das macht 2 Pfund und 3 Pence, Sir. Und erzählen Sie ja keine einzigen Seele was davon, Sir. Ich kenne welche, die würden morden, um an so eine Wochenration Kakao zu kommen. Ich bin Ihnen auch sehr dankbar, Madame Dainty, und gebe Ihnen mein Wort, dass ich die Diskretion in Person sein werde. Ich danke Ihnen, Sir. Ich danke. Madame Dainty, ist Ihnen schon mal der Gedanke gekommen, Ihre Ware nach den Herkunftsländern zu ordnen? Eigentlich nicht. Sie werden überrascht sein, Madame. Dann wollen wir mal sehen. Norden, Süden, Osten, Westen. Ja, die Gewürze, die aus dem Orient kommen, könnten wir drüben bei der Tür platzieren, Osten zu Osten. Voilà. Sie müssten sich nur noch daran erinnern, aus welchem Teil der Welt der Artikel kommt, und schon hätten Sie ihn griffbereit. Das habe ich jetzt auch schon, Sir. Und außerdem, was mich betrifft, ich bekomme meine ganze Ware vom Großhändler. In Malmesbury. Ja, schon, Madame Dainty. Ich möchte gerne 6 Briefmarken. Sofort, Sir. Hastings? Ich wusste nicht, dass er ein Freund von Ihnen ist. Oh, ich habe es nur der Großzügigkeit von Madame Inglethorpe zu verdanken, der Mutter von Lawrence, dass ich ihr bin. Netterweise gewährt sie weiteren, wie vielen? 7 meiner belgischen Landsleute ihre Gastfreundschaft. Alles Flüchtlinge. Anne Fee, diese bezaubernde Äuschen da drüben, hat sie uns zur Verfügung gestellt. Sie müssen mich unbedingt besuchen. Oh, pardon. Sie müssen zu mir zum Tee kommen. In diese Land lädt man sich immer zum Tee ein. Oh ja, das ist absolut richtig. Bon, ich verbessere mich. Ich nehme den Kaffee in meinem Zimmer. Ich habe noch ein paar Papiere durchzusehen. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass die ersten amerikanischen Divisionen nächste Woche in Frankreich sein müssten. Würdest du Mrs. Inglethorpe ihren Kaffee bringen, Cynthia? Ich muss jetzt noch mal ins Dorf. Zu unserem Verwalter die Sache mit den Büchern klären. Es muss niemand auf mich warten. Ich nehme den Schlüssel. Etwas merkwürdig, sich um die Zeit mit Danby zu verabreden. Mutter! Mutter! Mach die Tür auf! Was sollen wir machen? Was ist passiert? Mutter scheint einen Anfall zu haben. Und sie hat sich eingeschlossen. Versuchen Sie es durch Mr. Inglethorpes Zimmer, Sir. Mr. Cavendish, dann muss ich Sie um Ihre Zustimmung für eine Obduktion bitten. Ist das denn nötig? Sie hatte doch einen Herzanfall. Oh nein, tut mir leid. Mrs. Inglethorpe zeigt die klassischen Symptome einer Strychninvergiftung. Dieser Detektiv, den du kennengelernt hast? Richtig. Ich bitte dich darum, ihn holen zu dürfen, um die Sache zu untersuchen. Das ist absoluter Blödsinn, glauben Sie mir. Wilkins ist nicht zurechnungsfähig, wenn es um Gift geht. Gifte sind sein Hobby. Deswegen sieht er sie auch überall. Ich bin geneigt, Hastings freie Hand zu lassen, Lawrence. Wenn ich auch lieber damit warten würde. Wir wollen keinen unnötigen Skandal. Nein. Darüber musst du dir keine Sorgen machen. Poirot ist die Diskretion in Person. In Ordnung. Nein, John! Tut mir leid, Lawrence. Wo waren Sie denn? Danby und ich haben lange gearbeitet. Und dann habe ich festgestellt, dass ich meinen Schlüssel vergessen hatte.
Denby hat mich bei sich schlafen lassen, damit ich nicht das ganze Haus aufwecken muss. Oh, meine arme Emily. Sie war eine so aufopfernde Person. Sie hat sich übernommen. Ich muss mich auf den Weg machen. Ja. Monsieur Poirot, guten Morgen. Ah, Hastings. Sie stehen früh auf. Mrs. Inglethorpe ist tot. Sie haben detailgetreu die Fakten geliefert. Aber über die Reihenfolge Ihrer Darbietung sage ich lieber nichts. Sie ist beklagenswert. No, aber ich mache Abstriche, Sie sind aufgeregt. Später, wenn Sie sich beruhigt haben, werden wir die Fakten einordnen. Jede an ihren Platz. Die wichtigen werden wir auf die Seite tun und die unwichtigen wiederum püsten wir einfach weg. Aber welche Abstriche ich auch mache, so kann ich mich nicht vor der Tatsache verschließen, dass Sie offenbar ein Detail übersehen haben, von überragender Wichtigkeit. Welches Detail? Sie haben mir nicht gesagt, ob Mrs. Inglethorpe gestern gut gespeist hat. Soweit ich mich noch erinnern kann, hat sie kaum etwas angerührt. Sie war sichtlich aufgeregt und das hat ihr wohl den Appetit verschlagen. Ich verstehe. Eh bien. Hastings, Sie haben sich in Eile angekleidet. Ihr Krawatt ist schief. Warum wollten Sie wissen, ob Mrs. Inglethorpe gut gespeist hat? Es wird doch angenommen, dass Madame Inglethorpe an einer Strychninvergiftung starb. No? Die Umstände sprechen dafür. Bon. Um wie viel Uhr hat Madame Inglethorpe sich zurückgezogen? Oh, sehr zeitig. Um 8 Uhr, denke ich. Und doch manifestierten sich die Symptome erst um 5 Uhr am nächsten Morgen, 9 Stunden danach. Ein üppiges Mahl, ungefähr zur selben Zeit eingenommen wie das Gift, hätte die Wirkung verzögert, aber kaum in diesem Ausmaß. Und Sie sagen, dass Madame Inglethorpe kaum etwas zu sich genommen hat? Richtig. Ein weiterer kuriose kleine Fakt, mon ami. Hastings hat Ihnen gesagt, dass wir bemüht sind, die Sache bedeckt zu halten. Das versteht sich von selbst. Sie wissen, dass Inglethorpe zurück ist. Ja, ich habe ihn getroffen. Tja, das Problem ist, wie man ihn behandeln soll. Diese Problem werden Sie nicht lange haben. Der Schlüssel zu die Zimmer, bitte. Oh, natürlich. Es hängt wohl alles mit Mrs. Inglethorpes Geld zusammen. Und mit Ihren 2 Häusern, Hastings? Ja, sicher. Die gehen an John und alles andere geht an Ihren Mann. Aber dann hatten Sie diesen schrecklichen Krach, den Dorcas mit angehört hat, und Mrs. Inglethorpe änderte Ihr Testament. Und was ist mit Ihren 2 Söhnen, Hastings? Oh nein, die haben bestimmt nichts damit zu tun. Nein, wahrscheinlich hat Inglethorpe irgendwie herausgefunden, dass sie ihr Testament geändert hat und sie alles ihren Söhnen vermachen wollte, anstatt ihm. Da hat er sie vergiftet. Und was ist mit dem neuen Testament? Das hat er verbrannt. Das war der Fetzen Papier, der in ihrem Kamin war. Ah, Sie haben den Fall wirklich gut am Griff, mon ami. Im Griff. Da auch? Wissen Sie, Hastings, in diesem Fall gibt es noch 2 Punkte, die von Bedeutung sind. Ach wirklich? Welche sind das? Der erste, wie war das Wetter am Dienstag? Es war ein wunderschöner Tag. Es müssen 30 Grad im Schatten gewesen sein. Kein Wölkchen am Himmel. Vergessen Sie nicht, mon ami, das ist der Schlüssel für die ganze Rätsel. Ich verstehe zwar nicht warum, aber bitte, was ist der zweite Punkt? Der zweite Punkt ist die wichtige Tatsache, dass Monsieur Inglethorpe merkwürdig gekleidet ist. Ein schwarzer Bart hat und noch ein Brille. Das ist doch lächerlich. No, mon ami, das ist von großer Bedeutung. Dr. Wilkins, können Sie uns genau sagen, wie viel Gift Mrs. Inglethorpe zu sich genommen hat? Die Untersuchung hat ergeben, dass die Tote mindestens 0,05 Gramm Strychnin zu sich genommen hat. Möglicherweise etwas mehr. Ich habe eine Probe des Kakaos aus Mrs. Inglethorpes Zimmer untersucht. Er enthielt kein Strychnin. Dann halten Sie es für wahrscheinlicher, dass das Gift im Kaffee war, den sie nach dem Essen getrunken hat. Und dass die Wirkung aus irgendeinem Grund erst später eingesetzt hat? Ja. Aber die Kaffeetasse war leider zerstört. Es war nicht möglich, den Inhalt zu analysieren. Ich denke, für den Tod meiner Mutter könnte es durchaus auch eine natürliche Erklärung geben. Ach ja? Nun, meine Mutter nahm einige Zeit vor ihrem Tod eine strychninhaltige Medizin. Das wurde bei der Beweisaufnahme berücksichtigt. Aber wäre es nicht möglich, dass sie aus Versehen eine Überdosis ihrer Medizin geschluckt hat? Das glaube ich nicht, Mr. Cavendish. Das Hausmädchen Dorcas hat ausgesagt, dass nur noch eine geringe Menge davon am Tag vor ihrem Tod vorhanden war. Erzählen Sie uns doch bitte von dem Streit, den Sie mit angehört haben, kurz bevor Mrs. Inglethorpe gestorben ist. Mit angehört? Ja. Soviel ich weiß, saßen Sie auf einer Bank unter dem geöffneten Fenster des Arbeitszimmers und haben gelesen. War es nicht so?
Ja, doch. Wiederholen Sie genau, was Sie von dem Streit gehört haben. Ich kann mich nicht erinnern, irgendwas gehört zu haben. Soll das heißen, Sie haben keine Stimmen gehört? Nun ja. Ich habe Stimmen gehört. Aber ich habe nichts davon verstanden. Nicht mal einzelne Wörter oder Sätze? Ja, jetzt erinnere ich mich. Mrs. Inglethorpe sagte etwas... etwas von einem Skandal. Einem Vertrauensbruch. Ich habe das Gefühl, sie verbirgt irgendetwas. Sie haben recht, Hastings. Mr. Mays, und es ist von gewissem Interesse. Ich schwöre bei Gott im Allmächtigen, dass ich die Wahrheit sage, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Mr. Mays, Sie führen die einzige zugelassene Apotheke hier im Dorf von Star St. Mary. Haben Sie in letzter Zeit Strychnin an eine nicht autorisierte Person verkauft? Ja, Sir. Wann war das? Am Montag, den 18. Juni, ungefähr um 6 Uhr. Können Sie uns sagen, an wen Sie es verkauft haben? Ja, Sir. Es war Mr. Inglethorpe. Er wollte einen Hund damit vergiften. Er hat den Erhalt im Giftbuch bestätigt. Nehmen Sie Platz, Mr. Mays. Ich rufe Mr. Alfred Inglethorpe. Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen, die Wahrheit zu sagen, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Sind Sie Alfred Inglethorpe? Ja. Haben Sie am Montag letzter Woche Strychnin gekauft, um damit einen Hund zu vergiften? Nein, das habe ich nicht. Es gibt keinen Hund auf dem Anwesen. Bestreiten Sie auch, hier im Register unterschrieben zu haben? Ja, das ist nicht meine Unterschrift. Verstehe. Würde es Ihnen etwas ausmachen, Mr. Inglethorpe, uns zu sagen, wo Sie am Montag, den 18. Juni, waren? Ich kann mich nicht erinnern. Wäre es möglich, dass Sie mit jemandem zusammen waren? Nein. Verstehe ich Sie richtig? Sie weigern sich, uns zu sagen, wo Sie zu dem Zeitpunkt waren, als Mr. Mays Sie einwandfrei erkannt hat, als Sie den Laden betraten, um das Strychnin zu kaufen? Wenn Sie es so verstehen, wird es wohl so sein. Will er denn verhaftet werden? Sie hatten am Dienstagnachmittag eine Auseinandersetzung mit Ihrer Frau. Bitte verzeihen Sie. Sie sind schlecht informiert. Ich hatte keine Auseinandersetzung mit meiner geliebten Frau. Ich war den ganzen Nachmittag über nicht zu Hause. Können Sie jemanden nennen, der das bezeugen kann? Sie haben mein Wort. Zwei Zeugen beschwören, gehört zu haben, dass Sie eine Auseinandersetzung mit Mrs. Inglethorpe hatten. Dann werden sich diese Zeugen wohl geirrt haben. Na schön. Danke, Mr. Inglethorpe. Das wäre alles für den Moment. Wie lautet Ihr Urteil? Vorsätzlicher Mord. Durch eine oder mehrere unbekannte Personen. War das Urteil einstimmig? Ja. Und, mir wurde zeitweise richtig Eis im Gerichtssaal, Hastings. Ich konnte mir nicht erklären, warum sich der Mann so starrköpfig weigerte, überhaupt etwas zu sagen. Ich verstehe nicht, warum die Geschworenen ihn nicht beim Namen genannt haben. Sie können ihn doch nicht für unschuldig halten. Warum nicht, mon ami? Nicht hat sich geändert. Ah, Sie erinnern sich nicht mehr an mich, Inspektor Jepp. Also, wenn das nicht Monsieur Poirot ist, Superintendent Summerhay. Sehr angenehm. Ich habe von ihm erzählt, Sie wissen doch, Sir. Der Abercrombie-Fall, wenn ich mich nicht irre, kurz vor dem Krieg. Das ist richtig, Sir. Monsieur Poirot hat den Gauner für uns in Antwerpen geschnappt. Ja. Aber was tun Sie in England, Poirot? Die Deutschen haben durch ihr Gegenwart mein Land vorübergehend unbewohnbar gemacht, Inspektor. Aber darf ich Ihnen meinen Freund vorstellen, Lieutenant Hastings? Sehr erfreut, sehr erfreut. Sie entschuldigen uns. Man braucht wohl kaum nach dem Grund Ihrer Anwesenheit zu fragen, Inspektor. Nein, ein ziemlich klarer Fall, würde ich sagen. Ach, da bin ich anderer Ansicht. Nach dem, was ich im Gerichtssaal gehört habe, hat dieser Mr. Inglethorpe seine Frau vergiftet, so war ich hier stehe. Ich weiß nicht, Sir. Mr. Poirot und ich sind uns schon früher begegnet und ich gebe sehr viel auf das, was er sagt. Und wenn ich mich nicht sehr täusche, dann hat er irgendetwas auf Lager. Ich will Ihnen Folgendes sagen. Wenn Sie Mr. Inglethorpe verhaften wollen, bringt Ihnen das keinen Ruhm ein. Die Anklage gegen ihn wird zusammenfallen. Komm, Sir. Mir reicht Ihr Wort, aber meinen Vorgesetzten vielleicht nicht. Danke. Nein, Sie nicht, Hastings. Ich besuche die schöne Madame Rex. Sie fürchte, ich sind für diese bestimmte Aufgabe viel zu leicht zu beeindrucken. Sie verhaften ihn, nicht wahr? Wurde auch Zeit.
Wir möchten lediglich, dass er uns ein paar Fragen beantwortet, Ma'am. Madame? Einen Moment, wenn Sie gestatten, Inspektor Jepp. Nun lassen Sie uns mal schön allein, Mr. Poirot. Tut mir leid, Poirot. Ich verstehe. Superintendent, ich bitte Sie inständig, mir zu erlauben, Monsieur Inglethorpe eine Frage zu stellen. Eine Frage. Danke, Superintendent. Monsieur Inglethorpe, weigern Sie sich immer noch zu sagen, wo Sie am Montagnachmittag um 6 Uhr waren? Sprechen Sie! Nun gut, dann werde eben ich für Sie antworten. Sie? Wie könnten Sie? Ich spreche. Sie hören zu. Ich, Hercule Poirot, versichere, dass der Mann, der am Montagnachmittag um 6 Uhr das Strychnin gekauft hat, nicht Alfred Inglethorpe war. Er war an diesem Tag nicht hier. Monsieur Alfred Inglethorpe war in Tedminster. Ich kann Ihnen wenigstens 5 Zeugen bringen, die beschwören, ihn dort gesehen zu haben. Und die mit ihm gesprochen haben, um 6 Uhr und auch danach. Und wie Sie wissen, ist Tedminster mindestens 8 Meilen von ihr entfernt. Kompliment, Poirot. Sie sind ein Fuchs. Hm. Was habe ich gesagt? Diese Zeugen sind zuverlässig, nehme ich an. Voilà. Ich habe eine List für Sie gemacht. Namen und Adressen. Auf ihr sind alle Zeugen aufgeführt. Sie enthält sogar die charmante Madame Rex. Habe ich es nicht gesagt, Sir? Lieutenant Hastings. Ja, Dorcas. Ich weiß, das ist nicht der richtige Ort dafür, aber Sie erinnern sich, dieser ausländische Gentleman. Der wollte wissen, ob meine Herrin oder sonst jemand im Hause ein grünes Kleid hätte. Ja, richtig. Nun, da ist mir etwas eingefallen. Der junge Herr nannte es immer die Verkleidungstruhe. Oben auf dem Speicher steht sie. Ich würde Sie gerne sprechen. Ich darf ihn doch entführen, Mr. Poirot. Sie wollen ihn entführen? Ah! Pardon, ja, ganz wie es Ihnen beliebt, Mademoiselle Murdoch. Hastings, ich beneide Sie, entführt zu werden von einer so charmante junge Dame. Entschuldigen Sie mich. Sehen Sie, Tante Emily sagte, dass sie immer für mich sorgen würde. Nun, ich nehme an, sie hat's vergessen. Oder dachte, dass es vielleicht nicht so schnell gehen würde. Wie auch immer, ich bin jetzt nicht versorgt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Denken Sie, ich sollte von hier weggehen? Gütiger Himmel, nein. Niemand will, dass Sie gehen, da bin ich sicher. Mary Sean, sie hasst mich. Sie hasst Sie? Ich weiß nicht, wieso. Und er kann mich auch nicht ausstehen. Oh nein, da täuschen Sie sich wirklich. John ist von Ihnen sehr angetan. Ich spreche nicht von John. Ich meine Lawrence. Nicht, dass es mich kümmert, ob Lawrence mich hasst oder nicht. Aber... es ist schon ziemlich schlimm, wenn man von niemandem geliebt wird, nicht wahr? Aber Sie werden geliebt, Cynthia. Sie irren sich, da bin ich sicher. Da ist John und Miss Howard. Aber Lawrence spricht nicht mehr mit mir, wenn es irgendwie geht. Und Mary versucht noch nicht einmal, die Form zu wahren. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Heiraten Sie mich, Cynthia. Sie meinen es nicht ernst. Doch, ich meine es ernst. Wären Sie geneigt, mir die Ehre zu erweisen und meine Frau zu werden? Oh, das ist wirklich süß. Ich bin ganz gerührt. John Cavendish, Sie werden beschuldigt, Ihre Mutter Emily Rose Inglethorpe ermordet zu haben. Und zwar am Dienstag, den 19. Juni 1917. Wie plädieren Sie? Nicht schuldig. Wie Sie wissen, gibt es für vorsätzlichen Mord nur ein Urteil, den Galgen. Und der Mord, der hier verhandelt wird, war ein besonders scheußlicher, genau geplanter, kaltblütiger Mord. Eine liebenswürdige, vertrauensselige Frau wurde vergiftet. Von ihrem eigenen Sohn. Der Angeklagte und seine Frau lebten äußerst komfortabel im Haus seiner Mutter Stiles Court. Sie hat sie auch finanziell unterstützt. Mrs. Inglethorpe war eine wahrhaft großzügige Wohltäterin. Ich werde Zeugen aufrufen, die bestätigen werden, dass der Angeklagte finanziell am Ende war. Sie werden hören, wie der Angeklagte eine Intrige mit einer gewissen Mrs. Rakes, einer Farmerswitwe aus der Gegend, gesponnen hat,
und wie er vorging, um seine Mutter dazu zu bewegen, ein Testament zu seinen Gunsten zu machen. Und als er annahm, dass sie dieses Testament geändert hatte, ermordete er sie und vernichtete das neue Testament. Ich kann mir das beim besten Willen nicht mehr anhören, Hastings. Sieht schlimm aus, Nisbach. Das wird sich ändern, wenn die Verteidigung loslegt. Ich weiß nicht, wie Mary Cavendish es da drinnen aushält. Ah, sie gehört zu den Frauen, die in schlechten Zeiten Stärke zeigen. Nun ja, ihr Stolz und ihre Eifersucht. Eifersucht? Ja. Ist Ihnen nicht aufgefallen, Hastings, dass Madame Cavendish außergewöhnlich eifersüchtig ist? Erinnern Sie sich noch an das Gespräch, das Sie mit Ihrer Schwiegermutter hatte? Bei dem sie verlangte, dass Madame Inglethorpe ihr etwas zeigen sollte? Ja. Madame Cavendish dachte, dass der Brief, den ihre Schwiegermutter versteckte, ein Beweis für die Untreue ihres Ehemanns war. Aber sie hatte Unrecht, Hastings. In dem Brief stand etwas anderes. Es war für Madame Inglethorpe eine wichtige Entdeckung. Und zwar, dass John Cavendish, Madame Rakes, und das hat mir Madame Rakes selbst erzählt, eine große Summe Geld geliehen hatte, damit Madame Rakes die Schulden für ihr klein Äuschen absahen konnte. Sie leugnen, dass es zu Unschicklichkeiten kam in Ihrer Beziehung zu John Cavendish? Ja. Ich verstehe. Haben Sie von Mr. Cavendish Geld erhalten? Nein. Sie leugnen also, dass Ihnen Mr. Cavendish am 21. Juni einen Scheck über 200 Pfund gegeben hat? Das ist ein Darlehen gewesen. Mrs. Inglethorpe muss sehr vermögend gewesen sein. Das schöne Haus hier und das Anwesen in Stiles. Hören Sie damit auch irgendwann auf? Ich beruhige meine Nerven, das ist alles. Diese Beschäftigung verlangt größte Präzision von den Fingern. Und präzise Finger gehen einher mit präzise Verstand. Und den brauche ich jetzt mehr denn je. Unbedingt, ja. Ich baue ein Kartenhaus, 7 Etage hoch, indem ich eine Karte auf die andere stelle mit mathematischer Präzision. Aber ich schaffe es nicht, die letzte und entscheidende Verbindung in diesem mysteriösen Fall herzustellen. Ich muss zugeben, Sie haben eine ruhige Hand, Poirot. Ich glaube, ich habe Sie nur einmal zittern sehen. Zweifellos in einer Situation, in der ich erregt war. Guten Abend, Hastings. Guten Abend, Madame Cavendish. Sind wir vollzählig, ja? Mesdames, Messieurs, guten Abend. Wie Sie alle wissen, wurde ich gebeten, in diesem Fall zu ermitteln, und zwar von John Cavendish, der heute Abend in seiner Zelle auf das Urteil der Geschworenen wartet. Ich untersuchte das Schlafzimmer der Verstorbenen und fand dabei einige aussagekräftige Gegenstände. Ich fand zum Beispiel ein paar dunkelgrüne Fäden von einem Stoff. Sie hatten sich am Riegel der Verbindungstür verfangen zwischen diesem Zimmer und dem Zimmer von Mademoiselle Cynthia. Ich konnte mir lange Zeit nicht erklären, woher diese Fäden stammen. Es war ein winziges Stück von einer grünen Armbinde für Landarbeiter. Auf Stiles war nur eine Person dazu autorisiert, diese Binde zu tragen. Madame Cavendish. Und deshalb muss es Madame Cavendish gewesen sein, die durch diese Tür ins Zimmer kam. Aber diese Tür war von innen verriegelt. Als ich das Zimmer untersuchte, Hastings, ja. Aber zunächst hatten wir nur das Wort von Madame Cavendish, dass die Tür versperrt war. In der Verwirrung, die folgte, hatte sie genügend Zeit, sie wieder zu verriegeln. Nein, ich bin davon überzeugt, dass Madame Cavendish sich in das Zimmer geschlichen hat, während Madame Inglethorpe im Sterben lag. Sie wusste von der Existenz von einem Brief. Sie hatte Madame Inglethorpe wegen diesem Brief schon zur Rede gestellt, denn sie dachte, er würde die Untreue ihres Ehemanns mit Madame Rakes beweisen. Habe ich nicht recht, Madame? Dann hast du das Testament vernichtet. Ah, no, Monsieur Lawrence. Nur eine Person konnte das Testament vernichten. Und zwar Mrs. Inglethorpe persönlich. Aber sie hatte es doch erst an diesem Nachmittag aufgesetzt. Wie dem auch sei, mon ami. Die Temperatur an diesem Tag war über 30 Grad in Schatten. Oh ja, es war ein eiser Tag. Und doch verlangte Mrs. Inglethorpe, dass man in ihre Zimmer ein Feuer macht. Wieso?
Wahrscheinlich wollte sie etwas verbrennen. Précisément, Inspektor Jepp. Voilà. Wir wollen nur wissen, wer das Gift in den Kaffee meiner Mutter getan hat und warum es so lange gebraucht hat, bis es zu wirken begann. Das ist schon richtig, aber hier stoßen wir auf ein kleines Problem. Madame Inglethorpe hat nämlich den Kaffee nicht getrunken. Was? Nein, der Fleck auf dem Teppich war der Kaffee. Sie muss ihn verschüttet haben, bevor sie ihn trinken konnte. Aber ihr war nach einem eisernen Getränk und so machte sie sich den Kakao warm und trank diesen. Wenn das Strychnin aber nicht in dem Kaffee war und wir wissen, dass es nicht im Kakao war, wo war es dann? Ich stelle Ihnen jetzt, wenn Sie erlauben, eine kleine Aufgabe. Welchen dritten Träger gab es, der sofort zur Verfügung stand? Ein Träger, der so gut geeignet war, das Strychnin zu tarnen, dass es kaum zu glauben ist, dass bisher noch keiner darauf gekommen ist. Hastings? Ich habe keine Ahnung. No? Nein? Inspektor Jepp? Ihre Medizin? Ach, jemand hat in Ihr Stärkungsmittel Strychnin getan. Nein, das war nicht nötig, Hastings. Es war ja schon da. Das Strychnin, das Madame Inglethorpe vergiftet hat, war dasselbe Strychnin, das ihr Dr. Wilkins ganz regulär verschrieben hat. Wir können davon ausgehen, dass die letzte Dosis tödlich war. Jemand hat Schlafmittel in ihre Arznei geschüttet? Ja, Inspektor. Und unsere letzte Spur war ein Schriftstück, hä? Aber kein Testament. Sehen Sie, unser Mörder hat einen Brief geschrieben, in dem steht, warum er mit der Tat nicht in Verbindung gebracht werden kann. Ja, die kleinen grauen Zellen haben heute gut gearbeitet. Un, deux, trois. Sie müssen sehr glücklich sein, einen Liebhaber zu haben, der Ihnen so ergeben ist, dass er nicht um ihn konnte, Ihnen in diesem ach so wichtigen Moment zu schreiben. Mademoiselle Howard, führen Sie sie ab, Inspektor Jepp. Habt ihr gedacht, wir warten ab, bis die alte Kuh endlich stirbt? Wir haben uns das Geld sauer verdient. Ich bereue es nicht. Ich bereue es nicht im geringsten. Madame Inglethorpe findet den Brief und entscheidet sich, ihrem Mann nichts davon zu sagen, beschließt aber, das Testament zu vernichten, das sie eben zu seinen Gunsten gemacht hatte. Wahrscheinlich wollte sie am nächsten Tag ein neues Testament verfassen zugunsten von John, nur der Tod kam dazwischen. Ich dachte, ich wäre erledigt. Oh, Sie müssen lernen, Vertrauen zu haben. Im Poirot. Monsieur Poirot. Madame. Und jetzt musst du mir endlich alles erzählen, John. Wissen Sie eigentlich, dass ich die Entdeckung der Kaminanzünder nur Ihnen zu verdanken habe? Wirklich? Oh ja. Sie sagten doch, meine Hände hätten gezittert, als ich die Sachen über den Kamin geordnet habe. Ja, das stimmt. Sie sind zusammengezuckt und losgerannt. Exactement. Ich habe übrigens nie ganz verstanden, wieso Inglethorpe so versessen darauf war, verhaftet zu werden. Weil man nach dem Gesetz in Ihrem Land nach einem Freispruch für dieselbe Tat nicht nochmal verurteilt werden kann. Nein, er wollte vor Gericht. Er hätte sein unumstößliches Alibi präsentiert und wäre für immer frei gewesen. Also war es Inglethorpe selbst, der das Strychnin in der Apotheke gekauft hat? Nein, 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 Hastings. Haben Sie nicht erkannt, dass es Miss Howard war, die in die Apotheke ging? Miss Howard? Mais oui. Selbstverständlich war sie als er verkleidet. Ganz schön clever, die beiden. Ich freue mich, dass die beiden wieder vereint sind und die dumme Geschichte mit Madame Rakes vergessen ist. Er sah, dass diese Tür nicht verriegelt war. Aber das hat er beschworen. Exactement. Er hat sie gedeckt. Als er sah, dass die Tür zu Mademoiselle Cynthias Zimmer unverriegelt war, kam es zu dem Schluss, dass sie irgendwas damit zu tun hatte. Aber wieso? Warum sollte er sie decken? Weil der Junge in sie verliebt ist, natürlich. Da sind Sie aber auf dem völlig falschen Dampfer. Ich weiß zufällig aus sicherer Quelle, dass er sie nicht ausstehen kann. Ach. Oh, Sie sind beide so liebe Männer. Deswegen wollen wir Ihnen etwas sagen. Wir? Ich habe die Ehre, Ihnen beiden gratulieren zu dürfen, Nespa. Gratulieren? Cynthia und ich werden heiraten. Ehemann steckt Kopf in Gasofen. Eheleben glücklich? Ja. Beamter der Belgravia and Overseas Bank entkam mit Beute. Wie groß ist diese Beute? 90.000 Pfund. No. Ein hohes Lösegeld, Poirot. Ein simpler Fall von Unterschlagung. Das ist nicht interessant für mich.
Stenotopistin vermisst. Wo ist Edna Thielt? Das klingt doch gut, Poirot. Mysteriöser Selbstmord, getürmter Bankangestellter, vermisstes Tippfräulein. Ja, aber ich bin nicht sonderlich angetan von all dem, mon ami. Es gibt genug wichtige Dinge, die mich selbst betreffen. Zum Beispiel? Meine Garderobe, Hastings. Wenn ich nicht irre, befindet sich auf meinem neuen grauen Anzug ein Fettfleck. Sie haben es gewiss bemerkt. Nein. Nun, es ist nur der eine Fleck, doch er reicht völlig aus, um mich zu beunruhigen. Dann ist da noch mein Wintermantel. Ich muss ihn weglegen und vorher mit Mottenpulver versehen. Und ich glaube, die Zeit ist reif, den Schnurrbart zu stutzen. Und die Frisur... Eine Dame möchte zu Ihnen, Mr. Poirot. Eine Dame? Eine Klientin. Ihr Name ist Mrs. Todd. Falls die Sache nicht von nationaler Bedeutung ist, nehme ich sie nicht an. Das kann ich nicht beurteilen, Sir. Soll ich fragen? Aber no, Miss Lemon. Führen Sie sie herein. Wir werden uns ein Urteil bilden, was, Hastings? Oh ja, versteht sich. Mrs. Todd klingt nicht nach nationaler Bedeutung. Obwohl, ich kannte mal eine Mrs. Todd, die war Hundedresseurin, sehr erfolgreich. Ja, und? Nichts. Das ist alles. Eigenartige Frau. Mrs. Todd, Sir. Dankeschön. Sind Sie das etwa, Mr. Poirot? Ich bin Hercule Poirot. Ja, Madame. Oh, ich hatte Sie mir ganz anders vorgestellt. Bezahlen Sie die Presse dafür, dass Sie schreiben, was für ein cleverer Detektiv Sie sind, oder setzen die das von sich aus rein? Hör mal zu, Madame. Oh, tut mir leid, wirklich. Aber Sie wissen doch, was in den Zeitungen steht. Nichts außer Tratsch. Ich habe Sie doch hoffentlich nicht beleidigt. Dann komme ich jetzt zu meinem Anliegen. Ich möchte, dass Sie meine Köchin suchen. Ich fürchte, hier liegt ein Missverständnis vor. Hercule Poirot ist ein Privatdetektiv. Das weiß ich. Deshalb habe ich Sie doch eben gebeten, meine Köchin zu suchen. Am Mittwoch ging sie aus dem Haus ohne ein Wort und kam nicht wieder zurück. Ich bedauere, Madame, aber mit solchen banalen Aufträgen befasse ich mich nicht. Ich wünsche einen guten Tag. So ist das also. Zu stolz, was? Sie befassen sich nur mit Staatsgeheimnissen und gräflichem Schmuck. Lassen Sie mich Ihnen was sagen, erhabener Meister Poirot. Eine gute Köchin ist wichtig. Und wenn man eine verliert, bedeutet das genauso viel wie Perlen für eine feine Lady. Madame, Sie haben sehr recht und ich habe Unrecht. Ihre Argumente sind klug und ich akzeptiere sie. Der Fall wird eine Neuheit, Hastings. Noch nie haben wir nach einer verschollenen Köchin gesucht. Wahrlich, hier ist ein Problem von nationaler Bedeutung. Zur Sache. Wo sind Sie zu Hause, Mrs. Todd? In der Prince Albert Road 88 in Clapham. Also, Annie, dieser Gentleman ist Detektiv. Er wird dir jetzt einige Fragen stellen. Hier sind wir, Sir. Bon, Mademoiselle Annie. Setzen Sie sich bitte. Danke, Sir. Alles, was Sie mir erzählen werden, ist von größter Wichtigkeit, Annie. Sie allein können etwas Licht in den Fall bringen. Ohne Ihren Beistand bin ich machtlos. Oh, Sir, ich werde Ihnen alles sagen, was ich weiß, Sir. Das ist gut. Also, zuerst einmal, wie ist Ihre Meinung dazu? Sie sind ein Mädchen von beachtlicher Intelligenz, das spürt man sofort. Aber das ist eine komische Sache, nicht? Was ist denn Ihre Erklärung für Elizas plötzliches Verschwinden? Mädchenhändler, Sir. Aha. Ich habe das gleich gesagt, Sir. Nur wollte es keiner hören. Die Köchin hat mich immer vor denen gewarnt. Nimm nie von Fremden was an. Keine Geschenke, nichts Süßes. Auch wenn einer noch so freundlich ist. Ah, an so etwas haben wir gar nicht gedacht, Hastings. Nein, richtig. Guter Gott. Aber wie passt das mit Ihrer Kiste zusammen? Wie bitte, Sir? Miss Dunn ließ ihren Koffer holen, soviel ich weiß. Wenn sie wirklich von den Mädchenhändlern entführt worden wäre, konnte sie dann nach ihrem Gepäck schicken. Weiß ich nicht, Sir. Sie wollte eben ihre Sachen haben. Auch wenn man gefangen ist, braucht man eben sein Zeug. Aha. Was hat sie gesagt über mich? Überhaupt nichts. Sie war äußerst freundlich und zuvorkommend. Aber für eine Dame von Ihrer Intelligenz, Madame,
Wäre es langweilig, die umständlichen Methoden zu ertragen, derer wir schwerfälligen Detektive uns bedienen müssen. Oh, und nicht doch. Ich glaube, so groß ist der Unterschied zwischen uns nicht, Mr. Poirot. Obwohl, ich war immer einer der Besten in der Schule. Na bitte. Und Ihr Gatte ist bestimmt auch ein Intellektueller, nicht? Ja, er kann gut mit Zahlen umgehen. Ein erfolgreicher Geschäftsmann? Bei Prudential, ja, in der City. Was ist mit den anderen Hausbewohnern, Madame? Ach, Sie meinen Mr. Simpson, unseren zahlenden Gast. Was ist er von Beruf, Madame? Er ist auch in der Branche. Bei der Belgravia and Overseas Bank. Könnte ich schon von Ihnen gehört haben, Mr. Poirot? Das ist möglich, Monsieur Todd. Nun ja. Ich verfolge Verbrechen, wissen Sie? Wirklich? Nun, dann haben Sie vielleicht eine Theorie hinsichtlich des Verschwindens Ihrer Köchin. Theorie? Nein. Um ein Verbrechen handelt es sich wohl kaum. Gute Köchin und sparsam. Halte viel von Sparsamkeit. Bewundernswert. Und nun würden wir gerne ein paar Worte mit Ihrem Untermieter Simpson sprechen. Falls es erlaubt ist. Die Köchin. Ach so. Und wo ist sie? Das ist es ja, was wir nicht wissen. Sie kennen sie natürlich. Nun, ich habe sie sicher schon getroffen. Man sagte mir, dass Mademoiselle Dunn nicht mehr gesehen worden ist seit Mittwoch. Sind Sie ihr begegnet an dem Tag? Ich glaube nicht, Sir. No? Ich weiß nicht mehr. Sie haben also gearbeitet, wie gewöhnlich, am Mittwoch. Ja. Nun dann, vielen Dank, Monsieur Simpson. Es war sehr freundlich von Ihnen, uns Auskunft zu geben. Noch eine Frage, Monsieur Simpson. Was fängt ein unverheirateter junger Mann in dieser Gegend hier des Abends an? Hm? Oh, das Übliche, was es so gibt. Zum Beispiel Musikabende, Amateurtheater oder so etwas? Ja, ich nehme an. Aber Sie interessieren sich nicht für diese Dinge. Ich fürchte, nein. No. Sie es wagen. Was ist denn? Aus Gefälligkeit, aus großer Gefälligkeit erkläre ich mich bereit, diese Penny-Angelegenheit überhaupt zu übernehmen. Was ist los, Bob? Lesen Sie! Mr. Todd teilt mit, dass seine Frau auf weitere Dienste von Mr. Poirot verzichtet. Oui. Nachdem wir die Sache besprochen haben, sieht sie ein, dass es töricht ist, einen Detektiv mit einer Dienstbotenaffäre zu belästigen. Oui. Mr. Todd fügt eine Guinea bei für die Konsultation. Ist das nicht unglaublich? Denken die, so speist man einen Hercule Poirot ab? No! No, 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 no! 100-mal, 1000-mal, no! Die schicken mir eine Guinea? No! Ich gebe meine eigenen Guineas aus. 100, ja 1000 davon, wenn es Not tut. Aber ich werde dieser Penny-Sache auf den Grund gehen. Wenn Eliza dann Verbindung aufnimmt mit dieser Adresse, wird sie etwas erfahren, was für sie von Nutzen ist. Vorteil. Ja? Ja. Gut. Haben Sie das, Miss Lemon? Ja, Mr. Poirot. Bitte in sämtliche Zeitungen, die es gibt. Ich glaube, die Times wird sie kaum lesen. No, meine liebe Miss Lemon, wahrscheinlich nicht. Doch Ihr neuer Arbeitgeber, der vielleicht. Nun los, Miss Lemon, wit. Und Sie, Hastings, entfernen Sie sich nicht gelangweilt. Auch für Sie habe ich Arbeit. Ach so, hat er eigentlich vor, mal auf einen Sprung nach Sendern rauszufahren? No. Den Sprung sagen wir ab. Da läuft ein Pferd, von dem ein Freund von mir ein Bein besitzt. Wenn es vier Beine sind, komme ich mit Ihnen. Aber jetzt ist es Zeit zu arbeiten, klar? Ich möchte, dass Sie alle Agenturen für Hauspersonal anrufen, die es gibt, und fragen, ob man an Eliza dann eine neue Stelle vermittelt hat. Sie und Davies waren Freunde, nicht wahr, Mr. Simpson? Das ist richtig. Ich kann das gar nicht glauben von ihm. Es muss ein Irrtum sein. Ich habe nicht gezählt, Sir, wie oft ich das schon gehört habe. Wenn Sie eine Vermutung anstellen sollten, wohin Davies gegangen sein könnte, um sich zu verstecken, was würden Sie sagen? Ich weiß es nicht. Broadstairs mochte er sehr.
So, ich dachte eigentlich an etwas Exotischeres, Sir. Ausland zum Beispiel. Oh, ich glaube, er war noch nie so weit weg. Am Mittwoch haben Sie gearbeitet wie gewöhnlich, Mr. Simpson. Sie sind doch sicher mehr am Donnerstag interessiert und an dem Tag war ich nicht hier. Nein, nein, Mr. Simpson. Die Wertpapiere wurden zwar erst am Donnerstag vermisst, aber wir nehmen an, dass sie bereits am Mittwoch entwendet wurden. Ah, mein lieber Chief Inspector Japp. Scharf auf die Belohnung, Poirot? Oh, no. Mich führte ein gänzlich anderer Fall hierher. Und was wäre dieser andere Fall, hä? Haben Sie noch nie etwas von Schweigepflicht im Interesse des Klienten gehört, Chief Inspector? Lassen Sie mich nur so viel sagen. Der Fall, mit dem ich zurzeit betraut bin, ist von nationaler Bedeutung. Nun, das freut mich sehr, Poirot. Jemand wollte mir weismachen, Sie befassten sich mit verschwundenem Hauspersonal. Unmöglich, sagte ich nicht, Poirot, sagte ich. Harte Zeiten oder nicht, so tief würde er nie sehen. Mr. Poirot, hier. Ja, Miss Lemon, ja? Hier ist ein Brief, Sir. Ein Brief von Eliza Dunn. Na, also... Hab ich nicht gesagt, Hastings? Und Sie wollten meine kostbare Zeit mit Gräfinnen vergeuden. Oh, ich wollte nur... Mon ami, Sie müssen Geduld lernen. Lesen Sie vor, Miss Lemon. Ja. Werter Sir oder Madam, betrifft Ihre Zeitungsannonce. Ich habe mein Erbteil erhalten und in Besitz genommen. Freundlichen Gruß, Eliza Dunn. Miss PS, danke für Ihre Mühe. Was meint sie mit Erbteilen? Wir müssen mit dieser Frau sprechen. In... Fell Cottage, MDL, Keswick. Keswick? Das heißt Keswick, Mr. Poirot, liegt im Lake District. Ah, und fahren Züge zu dem Ort? Aber ja. Bon. Sehen Sie sich um, Poirot, welch wunderbare Aussicht. Ja, der Anblick ist ja ganz nett, Hastings. Doch als Gemälde wär's mir lieber. Man könnte es sich in aller Ruhe betrachten, in der Geborgenheit des eigenen Heims. Dafür werden die Künstler schließlich bezahlt, dass sie sich für uns diesen Unannehmlichkeiten aussetzen. Was für Unannehmlichkeiten? Dies ist ein wundervoller Tag. Füllen Sie Ihre Lungen mit dieser Luft. Nun, ich werde mich hüten. Diese Art von Luft ist nur geeignet für Vögel und kleine Pelztierchen. Die Lungen von Hercule Poirot fordern etwas Kräftigeres. Die gute Luft einer Stadt. Ja? Miss Eliza Dunn. Ja, richtig. Früher angestellt bei Mrs. Ernest Todd, Prinz Albert Road 88 in Clapham? Ja. Ich bin Hercule Poirot, Mademoiselle Dunn. Hm? Sie waren so nett, auf meine Annonce zu antworten. Oh, ja. Aber wie ich Ihnen schrieb, Sir, ich habe mein Erbe bereits angetreten. Mademoiselle Dunn, dürften wir für einen Moment ins Haus kommen? Ich bin sicher, Ihr Arbeitgeber wird nichts dagegen haben. Nein, hat sie bestimmt nicht. Kommen Sie rein. Sie auch, Sir. Der Grund, warum ich gelacht habe, Sir, entschuldigen Sie, ist, ich habe gar keine Arbeitgeber. Das ist mein Haus. Oh, Mademoiselle Dunn, vergeben Sie mir. Ist schon gut, Sir, Sie konnten es nicht wissen. Das ist mein Erbe, ein Teil davon. Oh, bitte setzen Sie sich doch. Merci. Also, Mademoiselle Dunn, Sie haben Ihre Erbschaft erwähnt, aber Captain Hastings und ich, wir wissen nichts davon. Und wofür war die Anzeige? Ihre letzte Herrin, Madame Todd, war sehr besorgt um Sie. Sie fürchtete, Ihnen sei etwas zugestoßen. Was, hat sie denn meinen Brief nicht? Nein, sie erhielt keinen Brief. Kein Wort, keinerlei Nachricht. Oh Gott, Sir. Ich gab den Brief Mr. Crotchett. Ich habe ihn dringend gebeten, ihn Mrs. Todd zu bringen. Oh nein. Vielleicht erzählen Sie noch einmal Captain Hastings und mir, wie alles gewesen ist. Wer sind eigentlich diese Notare Hurst und Crotchett? Wentworth W. 127, Melbourne. Nun... Einer davon sitzt vor Ihnen, Miss Dunn. Benjamin Crotchett, Rechtsanwalt. Ich hoffe, das zerstreut Ihre verständlichen Befürchtungen. Oh, ja natürlich, Sir. Ich wollte Ihnen nicht misstrauen. Nun, Miss Dunn, zum Geschäftlichen. Ich habe Ihnen zu sagen, das Haus liegt in Keswick. Ah, das ist in der Nähe von Acton, nicht? Nein, Mister, das ist im Norden von England, nahe Carlisle.
Ach, du lieber Gott. Doch bevor wir uns dieser speziellen Schwierigkeit zuwenden, sollten wir noch eine andere Bedingung aus dem Weg schaffen. Und was für eine, Sir? Nun, sie ist nicht so von Bedeutung, da sie in Ihrem Falle glücklicherweise nicht zutrifft. Die Bedingung lautet nämlich, dass Sie keine Hausangestellte sein dürfen. Oh. Was haben Sie, Miss Dunn? Ich bin Köchin, Sir. Hat man Ihnen das im Haus nicht gesagt? Oh, meine liebe Miss Dunn, ich hatte keine Ahnung davon. Das ist aber wirklich sehr bedauerlich. Muss ich nun auf das Geld verzichten, Sir? Und auch auf das Haus? Es klingt so verlockend. Auch wenn es ein wenig abseits liegt. Und war alles so, wie Monsieur Crotchet versprochen hatte? Oh ja, und mehr, Sir. Aber was wurde aus Ihrem Eigentum? Sie hatten doch alles zurückgelassen in der Prince Albert. Oh, Mr. Crotchet sandte es mir nach, wie er gesagt hatte, aber es war alles in braunem Packpapier eingewickelt. Ich weiß ja nicht. Vielleicht war Mrs. Todd böse auf mich und gönnte mir mein Glück nicht. Wollte ihm den Koffer nicht rausgeben. Annie, sag sie doch, er war schon... Später, mon ami. Später. Aber ja, Sie sagten ja, sie hat meinen Brief gar nicht bekommen. Da kann ich ihr auch keinen Vorwurf machen. Richtig. Ich danke Ihnen. Mademoiselle? Oh. Es gab da, wie Sie sagten, ein kleines Durcheinander mit Ihrem Koffer. Ich werde das mit Madame Todd klären, wenn Sie erlauben. Oh, sehr freundlich von Ihnen, Sir. Kommen Sie, Hastings. Wir müssen zurück nach London. So schnell wie irgend möglich. Gute Reise. Wieso soll Jeb plötzlich nach Simpson fahren? Was hat Simpson denn getan? Hastings, mein Freund. Ihre kleinen grauen Zellen arbeiten heute nicht, wie? Sie machen wohl ein bisschen Ferien. Hängt es mit dieser Eliza zusammen? Non. Nicht? Wir haben die belanglose Sphäre der Küchen von Clapham weit hinter uns gelassen. Dann hat es mit diesem Australier zu tun. Es gibt überhaupt keinen Australier. Aber sie hat uns doch erzählt von ihm. Erinnern Sie sich an unsere Unterhaltung mit Simpson? Mit Simpson? Nein. In seinem Zimmerchen, in dem Haus in Clapham? Ah, der Untermieter, ja. Wissen Sie noch, ich fragte ihn, ob er sich für Amateurtheater interessiere. Richtig, jetzt fällt es mir ein. Weshalb, meinen Sie, habe ich das gefragt? Weshalb? Nun, Konversation vermutlich. Ich fragte ihn das, weil er vor kurzem einen falschen Bart getragen hatte. Er hatte eine winzige Spur von Gummi Arabicum in seinen, wie heißt das? Koteletten. Koteletten, ja. Verstehen Sie? Oh, natürlich, ja. Bon. Hör mal zu, der Kanal für echte Retro- und Hörspielfreunde. Ich bin Hercule Poirot. Wer sind Sie? Sergeant, hier ist irgendein Franzose. No, ich bin kein Franzose. Ich bin ein Belgier, verstanden? Wenn das mal nicht Mr. Poirot ist. Ist er. Ist die Dame des Hauses da? Unser Chef ist drin. Mr. Poirot! Ah, Madame Todd, guten Morgen. Ich möchte wissen, woher Sie die Frechheit nehmen, sich hier wieder zu zeigen. Aber Madame Todd... Sie wurden bezahlt, Mr. Poirot, und ziemlich großzügig sogar. Nun, nee. Sehen Sie nur, im ganzen Haus wimmelt es von Polizisten. Ja. Sie scheinen nicht allzu beliebt zu sein hier in Clapham, Mr. Poirot. Ich komme mir vor wie auf der Entenjagd. Soweit wir feststellen konnten, ist Ihr Mr. Simpson ein vollkommen unbescholtener junger Bankbeamter. Zufällig ist er heimgefahren zu seiner Familie. Die Polizeistation in Shropshire überprüft das gerade für uns. Ich wollte nur fragen... Nein! Vielleicht würde es Sie interessieren, Nein, zu erfahren... Nein, würde es nicht. Guten Tag, Mr. Poirot. Muss ich mir das bieten lassen? Wiedersehen. Was wollte Crotchet dann? Crotchet? Gut, Simpson, der vorgab, Crotchet zu sein. Er wollte etwas, was Eliza Dunn hatte.
Das Geld, die australische Erbschaft? Er wollte einen verbeulten alten Blechkoffer. Einen Koffer mit nichts drin? Er konnte einen kaufen. Oh, er wollte keinen neuen Koffer, mon ami. Er wollte einen Koffer mit Patina. Einen Koffer, der ehrbar und rechtschaffen wirkte. Aber hören Sie mal, Poirot, wozu sollte Simpson den alten Koffer brauchen? Um die Leiche hineinzutun. Weitergeschickt nach Glasgow, Chef. Wird dort abgeholt. Woher wissen Sie das? Sie haben nicht in Ihre Listen gesehen. Was ich wissen muss, ist hier drin, Chef. Was meinten Sie mit Leiche? Welche Leiche? Gehörte zu Ihnen. Oui. Wessen Leiche? Es werden doch nicht überall Leichen herumliegen. Geduld, Hastings. Alles wird sich aufklären. Geht's jetzt weiter mit dem Geschäftlichen? Selbstverständlich. Ich weiß, wer das Ding aufgegeben hat. Gestern früh war's. So ein Kerl mit einem Bart. Cratchit! Sie sprachen mit dem Mann? Natürlich, musste ich ja. Nannte er seinen Namen? Nein, er sagte nur, Eliza Dunn wäre seine Tante und sie wollte den Koffer nach Glasgow haben. Und haben Sie ihn schon abgeschickt? Nein, die Bahngesellschaft zahlt mir jeden Freitag so eine Masse Geld, dass ich mich hüten werde, sowas zu machen, Sir. Jetzt wird er etwas sarkastisch, Poirot. Na und wenn? Nein, Hastings, er ist ein guter Mann. Er macht seine Arbeit mit großem Verantwortungsgefühl. Mhm. Merci, Monsieur. Er musste doch bezahlen für den Koffer nach Glasgow, nicht wahr? Ja, ja. Er holt den Packen Banknoten raus. Mächtig viel muss, Sir. Ein paar englische Scheine waren dabei. Mit denen hat er die Gebühr bezahlt. Aber es war gar nicht zu übersehen. Die meisten von den anderen Scheinen waren aus Bolivien. Hastings, dieser Gentleman ist ein Genie. Wie kamen Sie auf Bolivien? Weil ich mal lesen gelernt habe. Es stand Bolivia drauf, überall, ganz einfach. Hier, Schiffspassagen dieser Woche. Ah. Nichts ist mit Bolivien. Bolivien ist von jeher ein Binnenland, Hastings. Ah, das erklärt alles. Man segelt nach Buenos Aires und fährt von dort mit dem Zug. Was für hübsche Namen die Schiffe alle haben. Königin des Himmels segelt nach Caracas. Danke, Miss Lemon. Bleiben wir noch bei Buenos Aires. Ah, hier ist es. ISS Nenovia von Southampton um 1 Uhr. Dann wird's Zeit. Suchen wir Simpson oder den Koffer? Simpson natürlich. Der Koffer ist in Glasgow. Doch zuerst Scotland Yard. 6 Monatsmieten für ein Haus und 150 Pfund für Miss Dunn. Das ist nicht viel Einsatz für den Erfolg seines üblen Plans. Und der üble Plan wäre? Ich meine, wir haben eine Menge darüber gehört. Ich finde es auch unterhaltsam. Aber wir verschwenden nur Zeit, Chief Inspector. Und so weiter. Sein Plan ist natürlich, sich mit Wertpapieren der Belgravia and Overseas Bank im Werte von 90.000 Pfund aus dem Staub zu machen. Chief Inspector Jeb? Oh ja, Sergeant. Gut. Gut. Es ist Glasgow. Sie haben den Koffer. Und? Was heißt und? Wurde er geöffnet? Sergeant Henry, wurde der Koffer geöffnet? Ah, ja, verstehe. Sie brauchen einen Untersuchungsbefehl. Mon Dieu, da ist eine Leiche in dem Koffer. Leiche? Hören Sie, Sergeant, es besteht die Möglichkeit, dass eine Leiche in dem Koffer ist. Ja, ein Toter ist gemeint. Also? Gut, danke. Nun, er denkt, das wird die Sache beschleunigen. Er meldet sich wieder. Also, was für eine Leiche? Davis natürlich. Das ist Unsinn, Poirot. Davis stahl die Wertpapiere aus der Bank. Davis war es, der verschwand nach... Mon Dieu, ich habe mich geirrt. Ich habe mich geirrt. Monsieur, von wo sticht die Königin des Himmels in See? Vom Pier 5, Sir, dort drüben. Poirot, wohin wollen Sie denn? Und so wurde Simpson im letzten Moment geschnappt. No. No, Miss Lemon, mehr nach links. Mindestens 1 Zentimeter mehr nach links. Tribune. Voilà. Es gibt nichts, wo Hercule Poirot nicht Finger anlegen müsste. Hand. Zahlen Sie Mr. Hercule Poirot die Summe von nur einer Guinea. Ernest Todd. Dies sollte uns eine kleine Mahnung sein.
Nie das Geringfügige zu verachten, das scheinbar Triviale. Eine verschwundene Köchin an einem Ende, ein kaltblütiger Mord an dem anderen. Vergessen Sie nicht, dass Sie um 11 Uhr einen Zahnarzttermin haben, Mr. Poirot. Hercule Poirot hat den Gang zum Zahnarzt nicht nötig, Miss Lim. Ich weiß da aber etwas anderes. Mein Gebiss ist einwandfrei. Ein Frevel daran rumfuschen zu wollen. Bitte aber, warum kümmern Sie sich nicht einmal um meine Kragen, Miss Lemon? Diese Wäscherei steht wahrscheinlich im Dienst meiner Feinde. Bei Hercule Poirot? Poirot, bitte. Ja. Persönlich? Ja. Chief Inspector Jepp. Guten Morgen, Chief Inspector Jepp. Hier gibt's etwas Merkwürdiges, Poirot. Erinnern Sie sich, dass wir gestern durch die Bardsley Garden News geschlendert sind und worüber wir uns unterhielten, bevor uns Hastings verließ? Wir unterhielten uns darüber, dass bei einem solchen Feuerwerk keine Schüsse zu hören wären. Ja. Jemand hat's getan. Wie? Ein Mord sieht wie ein Selbstmord aus. Aber irgendwie kommen wir damit nicht zurecht. Ich erwarte Sie in einer Stunde. Sagen Sie alle Termine für heute Vormittag ab, Miss Lemon. Sicherlich ein Schock für Sie, Miss Blenderlys. Ich kann es noch gar nicht glauben. Ich werde mich kurz fassen. Nun, Sie haben mir Inspektor Jameson bereits erzählt, wie Sie die Leiche heute Morgen fanden. Sie waren nur übers Wochenende weg? Ja, seit Freitag schon. Pardon, Mademoiselle. Als Sie merkten, dass die Tür verschlossen war, riefen Sie die Polizei. Hätte es nicht sein können, dass sie nur ausgegangen war und deshalb ihre Tür verschlossen hatte? Wozu verschließen? Auf jeden Fall hätte sie mir eine Nachricht hinterlassen. Und das hat sie nicht getan? Natürlich nicht. Ah. Erzählen Sie bitte alles, was Sie von Mrs. Allen wissen. Ich habe sie im Ausland kennengelernt. Sie befand sich auf der Rückreise von Indien. Wir stellten fest, dass wir uns sympathisch waren und zogen in das Haus ein. Was war mit Ihrem Mann? Er ist wohl nicht der Richtige gewesen. Ein Trinker. Ein, zwei Jahre nach der Hochzeit ist er gestorben. Wissen Sie, ob Mrs. Allen finanzielle Schwierigkeiten hatte? Nein, bestimmt nicht. Hatte Mrs. Allen einen bestimmten Freund? Oder mehrere? Sie war verlobt und wollte heiraten, wenn Ihre Frage damit beantwortet ist. Wie ist der Name dieses Verlobten? Oh mein Gott. Charles weiß noch nichts. Wer ist Charles, Miss? Der Mann, den sie heiraten wollte. Charles Leverton Rest, Abgeordneter für irgendeine Gegend in Hampshire. Ich werde ihn anrufen. Wir gehen vorbei und reden mit ihm. Wissen Sie, ob es Streit zwischen den beiden gegeben hat? Nein, das würde mich wundern. Barbara war niemals streitsüchtig. Wie ist Ihre Meinung über Monsieur Leverton West, Mademoiselle? Er ist jung, sehr ehrgeizig und dazu ein ausgezeichneter Redner. Und seine schlechten Seiten? Nun, originelle Ideen kann ich ihm nicht nachsagen. Er ist nur aufgeblasen. Das sind keine sehr schwerwiegenden Fehler, Mademoiselle. So, finden Sie nicht? Vielleicht nur für Sie. Doch. Für Madame Allen? Non. Sie hätte das kaum bemerkt. Mrs. Allen war Linkshänderin, nicht wahr? Linkshänderin? Ich glaube nicht. Nein, bestimmt nicht. Wirklich? Sehen Sie, Mrs. Allen hat eine Schusswunde an der linken Schläfe. Und die Pistole war in der linken Hand. Ist Ihnen das nicht aufgefallen? Tut mir leid, nein. Es war so schrecklich, dass ich gar nichts sah. Ist verständlich, Miss. Doch scheint es sehr unwahrscheinlich, dass jemand, der Rechtshänder ist, sich mit der linken Hand erschießen sollte. Haben Sie das schon mal gesehen? Nein. Es gehört weder Ihnen noch Mrs. Allen? Normalerweise tragen Frauen so etwas nicht. Aber Sie wissen, was es ist. Ich finde, es ist nicht schwer, dieses Ding zu erkennen. Ein halber Manschettenknopf. Hastings! Den Filter habe ich jetzt abgeschraubt. Hastings! So, und jetzt den neuen ran. Dann läuft er wieder wie ein geölter Blitz. Hastings! Hallo. Was machen Sie denn da, Hastings? Ich habe ein bisschen am Auto repariert. Sie sollten Fragen stellen, Hastings. Sie sollten vor Ort ermitteln. Schon erledigt. Freddy. Freddy hat mir hier geholfen. Hallo, Sir. Jetzt wird's schwierig. Sie müssen den Schraubenschlüssel halten, wenn ich die Dichtung einlege. Gut, das ist Mr. Poirot. Wie geht's, Chef? Ich bin Fred Hawk. Für Sie, Freddy.
Hallo, Freddy. Er hat Neuigkeiten. Und was sind das für Neuigkeiten? Mrs. Aaron ist zum Briefkasten gegangen, gegen 6. So gegen 9:30 ist ein Auto angekommen. Standard Swallow Limousine, ein Riesending. Ein Tourenwagen. Ein Mann stieg aus, er war, na, so Mittelalter, würde ich sagen. Ein Gang wie ein General. War der schon mal hier? Ja, schon mehrmals. Dunkler Mantel, dann so ein Nasenbart. Er blieb so ungefähr eine Stunde. Sie kamen zusammen raus. Und er fuhr dann weg? Mir ist nichts entgangen. Konntest du hören, worüber sie gesprochen haben? Ja, er sagte, überlegen Sie und geben mir Bescheid. Sie antwortete was und er sagte, bis bald. Und wie war der Ton? War ja freundlich, ja? Wie feine Leute eben reden. Da kann man nie wissen. Was hat denn Mrs. Allen gesagt? Na, keine Ahnung. Sie stand hinter der Haustür. Hör mal gut zu, mein Junge. Überlege dir die Antwort auf meine nächste Frage gut. Wenn du sie nicht weißt oder dich nicht erinnerst, sag's ehrlich. Alles klar? Fragen Sie schon. Wer von beiden schloss die Tür? Mrs. Allen oder der Mann? Sicher die Lady. Nicht doch, er ist es gewesen. Er hat sie zugemacht mit einem Knall. Dann stieg er ins Auto und fuhr weg. Fein. Also, mein Junge, anscheinend bist du ein guter Beobachter. Hier, Sixpence für dich. Wirklich sehr nett, Sir. Aber hätte es nicht doch ein Schilling sein können? Lause, Junge, hau ab. Chief Inspector Jepp und Mr. Poirot, Sir. Guten Tag, Gentlemen. Was verschafft mir das Vergnügen? Nichts Vergnügliches, fürchte ich. Achso. Wir haben schlechte Nachrichten. Nun und? Es geht um Mrs. Allen, Mrs. Barbara Allen. Was ist geschehen? Nun reden Sie schon. Sie ist tot, Sir. Tot? Glaube ich nicht. Was ist passiert? Anscheinend Selbstmord. War Mrs. Allen in letzter Zeit irgendwie beunruhigt? Nein, nicht im geringsten. Wir wollten heiraten. Ja, gewiss, Sir. Das ist ein Schock. Tot. Wie? Erschossen. Erschossen? Ich hoffe nur, das steht noch nicht in der Zeitung. Ich glaube nicht, Sir. Ich hätte da noch einige... Hallo? Ah ja. Ja, danke, ich warte. Der Premierminister. Ich habe noch ein paar Fragen, Sir. Ich muss einen neuen Termin mit meinem Sekretär abstimmen. Ja, ich bin noch hier. Na schön, Sir. Tun Sie das. Ich bedauere den Vorfall zutiefst, Sir. Pardon, Monsieur. Erlauben Sie mir, Ihnen mein tief empfundenes Beileid auszusprechen. Ja, ich danke Ihnen. Wir Engländer stellen unsere Gefühle nicht zur Schau. Magnifique. Nur eine Frage, Sir. War Ihre Verlobte Linkshänderin? Linkshänderin? Nein, ich denke nicht. Nein, jedenfalls. Nein, sie war Rechtshänderin, bestimmt. An die Wäscherei Bulldog Breed. Geehrte Herren, leider muss ich Ihnen erneut mitteilen, dass die Steife der von Ihnen gestärkten Kragen meinen Wünschen widerspricht. Zukünftig erwarte ich entsprechende Lieferungen. Ich verweise auf meine Anordnungen vom 2. März 1935 und die nachfolgenden Briefe. Suchen Sie die Akten raus, Miss Lemon, und ergänzen Sie es. Alle Briefe, Mr. Poirot? Alle, Miss Lemon. Es ist mir wirklich ernst. Das Problem ist, Mr. Poirot, dass die dort ihre Anordnung nicht lesen können. Warum nicht? Es sind Chinesen, Mr. Poirot. Die Bulldog-Bretwäscherei ist chinesisch? Ja, Mr. Poirot. Und was soll nun werden, Miss Lemon? Das weiß ich auch nicht so genau, Sir, aber wenn der Bote ihre Wäsche zurückbringt, dann bringt er auch ihren Brief mit, damit ich ihm erkläre, was drinsteht. Und tun Sie es? Nein. Wieso nicht? Ich kann nicht Chinesisch. Was erklären Sie ihm? Wie soll ich sagen? Ich sage, mein Herro-Kragen seien zu sehr kratzig. Dabei zeige ich auf den Kragen. Hastings, mein Freund, Sie sind doch mal in China gewesen. Selbstverständlich. Feine Leute, sehr feine Leute. Hatten Sie dort mal Ärger mit der Wäscherei? Ja, tatsächlich, hatte ich wirklich. Wie verständigten Sie sich?
Also, ich sagte, mein Kragen seien sehr kratzig. Na, von ihm habe ich das übernommen, weil ich wusste, dass er mal in China war. Aber Hastings, meine Kragen werden und werden nicht besser. Nein, meine wurden es auch nicht, wenn ich mich recht erinnere. Miss Lennon? Besorgen Sie sich doch ein paar zum Auswechseln, Poirot. Sind wirklich sehr praktisch. Praktisch, Hastings? Denken Sie, Poirot trägt lose Kragen, die man auswechselt? Oh nein. Also? Ich bitte um Entschuldigung, Poirot. Wechselkragen sind das erste Symptom des Verfalls der grauen Zellen. Chief Inspector Jepp, Mr. Poirot. Sie war es nicht. Guten Morgen, Chief Inspector Jepp. Ja, richtig, guten Morgen. Nun, wer ist nicht gewesen? Die Plenderleys hat in Essex bis Mitternacht Bridge gespielt. Das schließt aus, dass sie irgendwas damit zu tun haben kann. Das ist sehr enttäuschend, Jepp. Sind Sie immer noch überzeugt, dass es sich um einen Mord handelt? Ganz ohne Zweifel. Ich hätte da noch eine Frage, Poirot. Hm? Sie haben immer so rumgeschnüffelt, als wir das erste Mal bei der Leiche waren. Schnief, schnief, schnief. Eine Erkältung? No. Ich dachte, die kleinen grauen Zellen wären in Ihrem Gehirn. Erzählen Sie mir bloß nicht, dass Sie neuerdings auch in Ihrer Nase hocken. Keinesfalls. Es war nur wegen des Zigarettenrochs. Ich habe keinen gerochen. Meine Nase ebenfalls nicht. Im Aschenbecher waren 9 Zigarettenkippen, 6 normale und 3 türkische. Exakt. Ihre hervorragenden Geruchszellen haben das ohne hinzusehen bemerkt? Ich versichere Ihnen, meine Nase hat nichts damit zu tun. Meine Nase hat rein gar nichts bemerkt. Dafür Ihre Hirnzellen umso mehr. Naja, es gab so einige Anzeichen. Sehen Sie das nicht so? Ja. Mir fiel auf, wie Sie sich gestern Abend Madame Allens Scheckbuch ansahen. Ihnen entgeht doch wirklich gar nichts, mein lieber Poirot. Mhm. Und Sie haben genau wie ich festgestellt, dass Madame Allen am Montag 200 Pfund bei ihrer Bank abgehoben hat. Und vor 3 Monaten, am 6. August, schon mal 200. Wirklich? Wirklich. Aber meine Leute fanden von der Summe im ganzen Haus keine Spur. Wenn es aber Mord war, dann gibt es auch ein Motiv. Ich wüsste nicht, wie ich Ihnen helfen könnte, aber... Fragen Sie, Mr. Poirot. Mrs. Allen hat Montagabend Besuch gehabt. Er wird beschrieben als ein Mann von Mitte 40. Militärisches Auftreten, trägt einen Schnurrbart, sehr korrekt gekleidet und fährt eine Standard Swallow-Limousine. Wissen Sie, wer das sein könnte? Hört sich an wie Major Eustace. Major Eustace? Baba kannte ihn von Indien her. Vor einem Jahr tauchte er hier auf. Seitdem haben wir ihn ab und zu gesehen. Er war ein Freund von Mrs. Allen? Jedenfalls hat er so. Würde es Sie überraschen, Miss Blenderlys, wenn ich Ihnen sage, dass dieser Mann Ihre Freundin erpresst hat? Natürlich. Das war es also. Natürlich. Sie halten es also für denkbar, Mademoiselle. Wieso habe ich nicht früher daran gedacht? Hätte sie mir doch nur etwas gesagt. Ich hätte ihn zum Teufel geschickt, in die Hölle. Vielleicht wäre er nicht zum Teufel gegangen, sondern zu Monsieur Leverton West. Ja, das ist wahr. Sagen Sie, in welchem Zimmer hat Mrs. Allen ihre Gäste empfangen? Oh, möglicherweise hier. Andererseits, wenn sie einen Scheck hätte ausstellen wollen oder so, sicherlich oben. Von einem Scheck kann keine Rede sein. Mrs. Allen hat am Montag 200 Pfund von ihrem Konto abgehoben. Leider haben wir bisher keine Spur davon im Haus entdeckt. Ich würde mich gern noch einmal umsehen, wenn Sie gestatten. Bitte, tun Sie's. Hätte die Angelegenheit nicht noch warten können. Befragungen dieser Art dulden meist keinen Aufschub, Sir. Befragungen machen mir nichts aus, wenn sie auf Ergebnisse zeitigen. Haben Sie schon eine Vermutung, was Mrs. Allen veranlasste, sich das Leben zu nehmen? Vielleicht verstehen Sie uns besser, wenn ich Ihnen mitteile, dass es sich nicht um Selbstmord, sondern um Mord handelt. Was haben Sie gesagt? Haben Sie eine Vermutung, wer Mrs. Allen nach dem Leben getrachtet haben könnte? Nein, nicht die geringste. Es ist unvorstellbar. Hat sie niemals Feinde erwähnt? Leute, die irgendeinen Groll gegen sie hegten? Niemals. Kennen Sie Major Eustace? 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 Ach ja, ich erinnere mich. Ich traf ihn mal bei Barbara. Mrs. Allen. Ein zweifelhafter Typ, meiner Meinung nach. Das sagte ich auch zu Mrs. Allen. Nach unserer Heirat hätte ich ihn nicht gerne in unserem Haus gesehen. Ich gehe mich umziehen. Was hat Mrs. Allen dazu gesagt? Sie gab mir recht. Sie hatte Vertrauen zu meinem Urteil. Und als meine Frau hätte sie sich von einigen ihrer alten Bekannten trennen müssen. Tja, das verstehen Sie doch.
Gewiss. Könnten Sie mir noch sagen, wo Sie sich selbst am Abend des 5. November aufhielten? Ich mich aufhielt? Mich fragen Sie das? Reine Routine, Sir. Wir richten diese Frage an jeden. Ich dachte, in meiner Position wäre ich verschont davon. Das ist leider nicht der Fall. Ich muss erst überlegen. Ich war... Einen Moment, bitte. Gegen 22:30 verließ ich das Parlament und machte einen Spaziergang. Wegen des Feuerwerks. Zum Glück werden Parlamente nicht täglich gesprengt. Dann ging ich nach Hause. Wann kamen Sie dort an? Ungefähr so gegen 23:45. Hat Sie vielleicht jemand eingelassen? Nein. Sind Sie unterwegs jemandem begegnet? Nein. Major Eustace? Ja. Chief Inspector Jepp, Scotland Yard. Ah, ja. Ein Drink? Nein, danke, Sir. Wo können wir reden? Ja. Gehen wir darüber. Nehmen Sie Platz. Worum geht es? Was will eine so bedeutende Persönlichkeit wie ein Chief Inspector von mir? Nein, danke. Ah. Sie rauchen türkische Zigaretten. Ja. Lieber Virginia-Tabak. Habe ich auch. Moment. Nein, nein, die ist sehr gut. Danke. Sie kennen doch eine gewisse Mrs. Barbara Allen, Major Eustace. Ja. Trauriger Fall. Hab's in der Zeitung gelesen. Sie haben sie in Indien kennengelernt? Ja. Schon einige Zeit her. Kannten Sie auch Ihren Mann? Nein, ich bin ihm nie persönlich begegnet. Wissen Sie irgendwas von ihm? Ich hörte, er sei ein recht übler Kunde gewesen. Ein Gerücht, wie Sie sich denken können. Buschfunk. Mrs. Allen hat nichts erzählt? Nein. Mich interessiert, haben Sie Mrs. Allen am Abend des 5. November gesehen? Ganz recht. Sie haben sie in Ihrem Haus aufgesucht? Ist richtig. Sie wollte meinen Rat wegen irgendwelcher Investitionen. Hat sie Ihnen gegenüber Selbstmordabsichten geäußert? Nicht die Spur. Im Gegenteil. Als wir uns trennten, sagte ich, wir werden demnächst telefonieren und uns verabreden. Ihre letzten Worte waren, und uns verabreden? Ja. Komisch. Nach meiner Information haben Sie etwas ganz anderes gesagt. Sie sagten, überlegen Sie und geben mir Bescheid. Und nach einer Weile sagten Sie noch, bis bald. Hm? Das ist nicht ganz dasselbe, oder? Naja, ich erinnere mich natürlich nicht an den genauen Wortlaut. Ich glaube, ich habe gesagt, sie soll mir Bescheid sagen, wann sie Zeit hat. Verzeihung, Major. James sagte gerade, dass der Gene zur Neige geht. Ah. Ausnahmsweise können Sie ihn heute selbst rausholen. Gut. Ihnen gehört der Laden, Major Eustace? Leider nicht. Eine kleine Goldgrube. Sie sagten, Mrs. Allen hat Sie um Rat gefragt wegen gewisser Investitionen. Erhielten Sie von ihr 200 Pfund, damit sie diese für Sie annehmen? Was wollen Sie damit antworten? Genau diese Summe hob Mrs. Allen von ihrem Konto ab, bei ihrer Bank. Einen Teil davon in 5-Pfund-Noten. Die lassen sich natürlich anhand der Nummern ermitteln. Ermitteln Sie! Verdammt nochmal! Tun Sie's. Ist mir egal. Sollte das Geld investiert werden oder ging es um Erpressung? Das ist eine unerhörte Unterstellung. Ich werde Ihnen sagen, wie es war. Ich war in Ihrem Haus, nachdem wir vorher telefoniert hatten. Wann waren Sie bei ihr? Etwa 22:30. Wir saßen und redeten. Und rauchten? Ja, wir rauchten. Ist das verboten? Wo haben Sie sich unterhalten? Im Wohnzimmer. Wir redeten, wie gesagt, rauchten. Alles ganz freundschaftlich. Ich ging dann. So etwa 22:30. Sie waren die ganze Zeit im Wohnzimmer? Ja. Sie gingen nicht in Mrs. Allens Zimmer hinauf? Nein. Dürfte ich mir mal Ihre Manschettenknöpfe ansehen? Wieso? Wenn Sie wollen, können Sie das verweigern. Ich habe nichts zu verweigern. Wann passierte das? Was? Es fehlt ein Stück im Mai. Ja, habe ich schon gemerkt. Nicht zu sehen. Wenn ich das nach innen drehe, so... Wissen Sie, dass er entzwei ging, als Sie bei Mrs. Allen waren?
Hab ich verleugnet, dass ich da war? Nein, aber das Stück Ihres Manschettenknopfes haben wir nicht unten im Wohnzimmer gefunden, sondern oben in Mrs. Erns eigenem Zimmer. Also in dem Raum, wo sie ermordet wurde. Nein. Doch, wo jener Mann saß, der die gleichen Zigaretten rauchte wie Sie. Ich habe ein Alibi. Ich bin nicht in das Haus zurückgegangen. Das war gar nicht nötig. Sie war schon tot. Nein. Nein, ausgeschlossen. Ausgeschlossen. Barbara stand hinter der Tür und hat mit mir gesprochen. Unterzeugt. Ja, man hörte, wie sie mit ihr sprachen. Wie sie taten, als würden sie ihre Antwort abwarten. Ein alter Trick. Mein Gott. Ist alles erlogen. Robert Erskine Eustace, ich muss Sie bitten, mit mir zum Revier zu kommen. Oh, hallo. Sie wünschen? Ich möchte gern noch mal zu Miss Plenderlys. Na, lieben gerne, aber sie ist nicht hier. Sie spielt doch heute wieder Golf. Golf? Denken Sie bloß, wo die arme Mrs. Allen noch nicht unter der Erde ist und noch in der Leichenhalle liegt. Tatsächlich. Das ist wirklich eigenartig. Verzeihung, Madame... Pierce, Sir. Mein Name ist Hercule Poirot, Madame Pierce. Oh, ich kenne Sie schon lange, Sir. Wirklich schmeichelhaft. Madame Pierce, ich habe ein diffiziles Problem. Oh. Ich war gestern mit Chief Inspector Jepp hier. Und leider haben wir dabei vergessen, in einem bestimmten Teil des Hauses nach Spuren zu suchen. Das ist es. Und nun wollte ich fragen, würden oh, Sie... kommen Sie nur rein. Überprüfen Sie es. Zu liebenswürdig. Merci. Wenn ich das meinem Mann erzähle, dass Sie hier waren, wird der aus dem Häuschen sein. Er liest nämlich alle Ihre Berichte in der hiesigen Zeitung. Ganz hervorragend, Madame Pierce. Darf ich? Ja, gehen Sie merci. Nur. Ach, bei meinem Alten könnte man verzweifeln. Den ganzen Tag hat er den Kopf zwischen den Zeitungen. Der Name Poirot ist auf den Golfplätzen in ganz Europa gefürchtet. Verzeihen Sie, darf ich fragen, wie hoch ist Ihr Handicap, Sir? Wieso? Ich bin gesund. Also irgendwo ist da ein kleines Loch, wo ich den Ball reinschießen muss. Wo? Sie sehen doch die Fahne da. No. Gegenüber dem Baum so ein kleiner roter Wimpel. Ah ja, ich sehe. Und da ist auch das kleine Loch. No. Noch einen Moment, bitte. Nun, und mit diesem Schläger schlagen Sie ihn weg. Schlagen Sie. Geht ganz leicht. Und wenn ich die Fahne treffe? Sehr gut. Ja, ausgezeichnet. Ich glaube, die Fahne wird nicht getroffen. Oh. Keinesfalls. Hm. Oh. Hastings, wie sollen wir denn je Miss Plenderlys einholen, wenn Sie immer so viele Schläge machen? Wir holen sie gar nicht ein, weil sie schon vor 1,5 Stunden angefangen hat. Wir sehen sie höchstens auf dem Rückweg auf einer der Nachbarbahnen. In den Papierkörben rumzuwühlen ist wohl eine Leidenschaft von Ihnen. Schon wieder einer? Nummer 3, Hastings. Jemand hatte wohl einen schlechten Tag. Manche zerbrechen sie absichtlich. Gleich 3 Schläge auf 3 Bahnen. Und was sonst? Unsere Miss Plenderlys lässt ein paar Golfschläger verschwinden an Stellen, von denen sie glaubt, dass es nicht auffällt. Leer. Warum wirft eine junge Frau mit einem vermutlich normalen Verstand einen Koffer in den See? Sogar die Zeitungen hat sie entfernt, aber dafür hat sie Steine reingetan. Hören Sie auf, laut zu grübeln. Die Antwort ist unterwegs. Warum hat sie völlig intakte Golfschläger zerbrochen? Hastings, darüber habe ich mir auch die ganze Nacht den Kopf zermartert. Mein armer Chap. Miss Plenderlys, Mr. Poirot. Danke, Miss Lemon. Ich bitte um Entschuldigung. Ich komme von Barbaras Beerdigung. Die kleine Verspätung verschmerzen wir. Nehmen Sie Platz, Mademoiselle. Ich habe einige Neuigkeiten für Sie. Ich las es in der Zeitung. Major Eustace wurde verhaftet. Es war also Mord. Oh ja. Sie haben es sicherlich in der heutigen Morgenzeitung gelesen. Die vorsätzliche Zerstörung eines Menschen durch einen anderen Menschen. Und nun, Mademoiselle, werde ich Ihnen ganz genau erzählen, wie ich in diesem Fall zur Wahrheit gelangt bin. Er hat so seine Methoden. Ich lasse ihn gewähren. Schon am Anfang war etwas suspekt. Das war der Zigarettenrauch. Ich konnte keinen bemerken. Das ist der Punkt. Und das bei geschlossenen Fenstern und Türen und nicht weniger als 9 Zigarettenkippen im Aschenbecher. Das war merkwürdig, denn die Luft in dem Zimmer war völlig frisch. Ach, darauf wollten Sie hinaus. Das nächste, was mir aufgefallen ist, wieder eine Kleinigkeit, die Armbanduhr der Toten. Das heißt? Sie trug sie am rechten Handgelenk. Meines Erachtens
trägt man Armbanduhren üblicherweise am linken Handgelenk, oder? Hm? Und nun kommen wir zum interessantesten Punkt, mes amis. Das ist der Schreibtisch. Ja, das habe ich vermutet. In der Mappe mit dem Löschpapier befand sich oben auf ein unberührtes, sauberes Blatt. Das Blatt war sauber, weil Barbara an diesem Tag noch nichts geschrieben hatte. Doch hat sie. Friday hat gesehen, wie sie Briefe eingeworfen hat. Très bien, Hastings. Wo ist also das Löschblatt geblieben, das Madame Allen dazu verwandt hat? Es gibt noch ein zweites auffälliges Detail, was den Schreibtisch betrifft. Erinnern Sie sich noch an die Anordnung der Gegenstände darauf? Gestatten Sie. Tintenfass und Löschpapier in der Mitte. Die Federschale zur Linken. Der Kalender und der Gänsekiel standen rechts, d'accord? Ja. Sehen Sie es denn nicht, Jeb? Federhalter und Schreibstifte sind in der Schale links. Steht üblicherweise die Federschale nicht rechts? Bequemer also für die rechte Hand? Voilà. Ich hatte plötzlich ein Bild vor mir, Jeb. Ein Bild von Miss Plenderlys, wie sie gerade heimkehrt und die Treppe hinaufeilt. Ein Bild, Mademoiselle Plenderlys, wie sie dann die Tür öffnen und ihre Freundin tot daliegen sehen mit einer Pistole in der Hand. In der linken. Barbara? In der linken Hand natürlich, denn ihre Freundin war Linkshänderin. Obwohl Mademoiselle Plenderlys versucht hat, uns einzureden, dass sie Rechtshänderin war. Und im gleichen Moment hatten sie eine außergewöhnliche Idee, den Mann zu bestrafen. Sie nahmen den Abschiedsbrief und das oberste Löschblatt und gingen damit hinunter zum Kamin. Und noch ein glücklicher Umstand kam ihnen zu Hilfe. Das abgesplitterte Stück eines Manschettenknopfes, das sie auf dem Fußboden fanden. Sie wussten, das gehörte Major Eustace. Sie verriegelten das Fenster und verschlossen die Tür. Niemand sollte auf den Verdacht kommen, dass sie sich in dem Raum zu schaffen gemacht hatten. Es war kein Mord. Es war Gerechtigkeit. Dieser Mann hatte Barbara in den Tod gehetzt. Die Ärmste. Nur weil sie sich in einen verheirateten Mann verliebt hatte in Indien und ein Baby bekam. Nach dem Tod des Kindes kam sie nach England zurück und verliebte sich in Charles. In diesen eitlen, aufgeblasenen Kerl. Und dann erschien dieser Justus hier, dieser Schuft aus Indien. Wenn Sie gelesen hätten, was sie mir hinterließ, würden Sie meine Tat verstehen. Sie liebe Charles, schrieb sie. Ohne ihn wolle sie nicht sein. Aber um seinetwillen könne und dürfe sie ihn nicht heiraten. Sie wähle den einzig möglichen Ausweg. Ich wünschte, Sie hätten es gelesen. Und Sie nennen es Mord. Meines Mord ist. Der Mann, den Sie bestrafen wollten, ist bereits im Gefängnis. Wollen Sie ihn zerstören? Wollen Sie wirklich mit voller Absicht das Leben eines Menschen einfach vernichten? Nein. Nein, das sicher nicht. Ich wollte es. Ich will es nicht. Wer hätte das gedacht? Kein als Selbstmord hingestellter Mord, sondern Selbstmord, der wie Mord aussehen sollte. Und sehr geschickt gemacht. Nichts war übertrieben. Und der Koffer? Welche Rolle spielte der? Und was war mit den Golfschlägern? Das waren Mrs. Allens. Die gute Jane Plenderlys musste uns überzeugen, dass ihre Freundin Rechtshänderin ist, weil wir glauben sollten, sie wurde ermordet. Aber die Golfschläger, die gehörten einer Linkshänderin. Sonnenklar. Als die Kammer offen war, musste sie versuchen, unsere Aufmerksamkeit abzulenken. Sie führte uns mit dem Koffer auf eine, wie heißt es, falsche Finte. Falsche Fährte. Das meine ich. Und nun, meine Freunde, ist es höchste Zeit, dass ich Sie einlade zum Lunch.